keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von WoW Weekly, unserem Wochenrückblicksformat, und wir schauen uns heute wieder an, was es denn in den vergangenen Tagen für interessante Neuigkeiten rund um World of Warcraft gab. Allgemein kann man sagen, dass es relativ ruhig war in den letzten Tagen. Es gab nur wenige neue Informationen und diese haben sich hauptsächlich auf den PTR bezogen, also auf Patch 7.3.5. Doch vorher fangen wir mal mit einem kleinen Hotfix an, der Anfang der vergangenen Woche erschienen ist, nämlich für die erweckenden Essenzen. Diese erweckenden Essenzen werden wir ja mit dem nächsten Update 7.3.5 benötigen, um die geläuterte Titanessenz kaufen zu können. Kurz nochmal zur Erinnerung, die geläuterte Titanessenz ist der Gegenstand, den wir in Dalaran kaufen können für 1000 erweckende Essenzen, um einen garantierten legendären Gegenstand zu erhalten. Zwar wird man mit Patch 7.3.5 wesentlich mehr Essenzen auf einmal sammeln können als jetzt, dennoch ist es so, dass Spieler, die die aktuelle Quest noch haben zum Aufwerten von legendären Gegenständen, Essenzen sammeln konnten und Spieler, die diese Quest nicht hatten, nicht sammeln konnten. Das ist natürlich ein bisschen unfair und dementsprechend haben die Entwickler reagiert und nun können alle Spieler unabhängig von der Questreihe Essenzen sammeln. Auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt, mit dem nächsten Update kann man 6-mal so viele Essenzen aus den jeweiligen Quellen sammeln. Dementsprechend, das Hardcore-Farmen lohnt momentan nicht. Nehmt einfach das mit, was ihr sowieso nebenbei einfach erledigt. Kommen wir nun zu den Artefaktwaffen. Bereits seit der vorherigen Woche ist ja bekannt, wie wir unsere Artefaktwaffen verlieren werden. Die Dataminer haben dort ja eine kleine Videosequenz in den Spieldateien gefunden und es ist so, dass es dann eben, sobald wir die Questreihe dann auch auf den Live-Server abschließen können, es einen kleinen visuellen Effekt geben wird, wenn wir in unserer Klassenhalle an unseren Altar gehen und dort unsere Artefaktwaffe öffnen. Diese wabert dann nämlich ein bisschen rum, wenn man das Ganze so nennen kann, und man sieht, wie der Zähler von der Artefaktmacht nach unten geht, sprich, wir verlieren zumindest optisch Artefaktmacht. Das Ganze ist natürlich storybedingt, vom Gameplay her verlieren wir natürlich keine Artefaktmacht, das Ganze ist einfach nur ein optischer Effekt, sodass man ein bisschen besser darstellen möchte, dass unsere Artefaktwaffen nach und nach nutzlos werden. Kommen wir noch zu den verbündeten Völkern, denn auch dort gab es eine kleine Anpassung, nämlich bei der Freischaltung der Nachtgeborenen. Wenn es soweit sein wird, dass wir diese spielen können, dann benötigen wir dort nur noch den Erfolg Aufstand und nicht mehr ein guter Samariter. Sprich, wir benötigen einfach nicht mehr so viele Teilabschnitte aus Suramar, sondern nur noch bedeutend weniger, sodass die Freischaltung für die Nachtgeborenen nun deutlich einfacher ist. Wir bleiben noch kurz bei den verbündeten Völkern, denn die Dataminer haben dazu auch etwas in Anführungszeichen zumindest Interessantes gefunden, nämlich einen kleinen Hinweis, dass die verbündeten Völker vielleicht unter Umständen vor dem 22. Juli bereits spielbar sind, zumindest einige davon, denn am 22. Juli findet der nächste Auktionshaus-Tanzparty-Mini-Feiertag statt und dazu haben die verschiedenen NPCs neue Sätze bekommen auf dem PTR, nämlich zu den Hochbergtauren, zu den Nachtgeborenen, zu den leeren Elfen und den lichtgeschmiedeten Draenei. Aber auch hierbei handelt es sich nur um eine vage Spekulation, genauso übrigens wie das mit dem Release von Patch 7.3.5 die verbündeten Völker schon spielbar sein werden. Da gibt es keine offizielle Bestätigung zu, seid also nicht enttäuscht, wenn es am Ende nicht so kommt. Und wir bleiben noch kurz auf dem PTR, denn es gibt eine Sache, die jetzt besonders die Jäger interessieren dürfte. Mit Patch 7.3.5 wird es diverse neue zähmbare Begleiter geben. Nämlich einmal ein neuer Basilisk aus dem Schlingdorntal, welchen ihr unter anderem auch trefft, wenn ihr die neue Quest für die Selfie-Kamera erledigt. Ansonsten einen neuen Panthera in Krokun, ein Albino-Mana-Rochen, den man sich in Mekkaré zähmen kann. Genauso wird es einen neuen Talbuk in Mekkaré geben und natürlich in Silithus 4 verschiedene neue Silithiden mit einem sehr schönen neuen Modell. Am Ende der Woche gab es noch eine recht spekulative Meldung, nämlich wann das Release-Datum von Patch 7.3.5 sein wird. Nämlich ist es so, dass ein findiger Spieler auf Reddit bekannt gegeben hat, dass er vor einiger Zeit an der verheerten Küste herausgefunden hat, dass diverse Kultisten dort einen Zauber wirken.
Und dieser Zauber, den sie wirken, der läuft über eine sehr lange Zeit. Irgendwie vor 15 Tagen hat er das Ganze festgestellt und ausgerechnet, dass dieser Zauber am Abend des 16. Januars endet. Und das ist Dienstagabend. Dort ist normalerweise der normale Zeitrahmen für ein neues Update für die Spieler in Nordamerika. Am Samstag war es dann auch soweit und es gab einen Hinweis, der das Ganze stark bestätigt oder zumindest die Vermutung naheliegt, dass dieser Spieler recht hat und die Kultisten dementsprechend natürlich auch mit ihrem Zauber, denn der letzte PTR-Build für Patch 7.3.5 ist erschienen auf den Testservern. Dieser ist nun markiert als Release-Candidate und es ist voraussichtlich so, dass am kommenden Mittwoch, also am 17. Januar, bei uns dann das Update erscheint. Aber auch hier gibt es eben noch keine direkte offizielle Bestätigung. Auf Twitter gab es nur die kurze Meldung soon, dass es eben bald soweit sein wird, aber eben das konkrete Datum wurde noch nicht genannt. Das war es soweit für diese Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.